Hallo und willkommen zurück hier bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Ja, wir wissen jetzt, Dornranken sind kitzlig, aber ich möchte mich noch mal kurz hier ein bisschen umschauen. Zum Beispiel den Lebensbaum hier. Der Baum ist legendär. Ich kannte ihn schon lange, bevor ich Ivo kennengelernt habe. Dem Lebensbaum, wie er genannt wird, werden alle möglichen Kräfte zugeschrieben. Ich war ein klein wenig enttäuscht, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Für mich sieht er aus wie ein ganz normaler großer Baum. Ja, oft steckt halt auch verborgen in unscheinbaren Dingen große Macht. So, hier das war. Ich weiß nicht, ob ich hier mit Ivo glücklich geworden wäre. Natürlich ist dieser Ort wunderschön, aber nichts ändert sich oder nur unglaublich langsam. Wer will schon im Haus seiner Schwiegereltern leben, in dem die Zeit praktisch stillsteht? No, bloß nicht. Wenn die Mutter der Freundin eine Elfenpriesterin ist und man bei ihr einen guten Eindruck hinterlassen will, sollte man das in ihrer Gegenwart nicht als gut sehen. Dabei habe ich es nur gut gemeint. Ich habe sie und Ivos Vater sogar eingeladen, sich mit uns reinzusetzen. Ich stelle mir die Szene gerade vor. Okay, und hier noch. Die Königin muss die Schildwachen angewiesen haben, die Mary passieren zu lassen. Solange sie keinen anderslautenden Befehl gibt, müssten wir das Waldlandreich jederzeit betreten und verlassen können. Okay, ja, aber wir können so hoffentlich noch nicht raus. Gut, gehen wir mal wieder runter. Und dann probieren wir das Vieh zum Befreien. Komm. So, wir sollen die Dornenranken kitzeln. Befreie das Vieh. Kille, kille, kille. Oh. Kille, kille. Ja, haha. Look, du. Keine Ursache. Warte auf der Mary, ja? Wozu, oder Luca? Ich dachte, Svi soll das jetzt Ganze übernehmen. Dass es hoch zur Mutter schaut. Aber ja, wir können uns hier auch ein bisschen umschauen. So. Godzilla, boom! Ja, Godzilla, boom! Ah, wir können. Wieso lege ab? Ich will nicht ablegen. Okay. Dachte. Richtig, Nate. Haben wir unten was zu erledigen? Können wir da irgendwas machen? Okay. Ah, wir können mit ihr reden. Hallo, Vieh. Alles in Ordnung mit dir und Kapitän Nate? Das ist gut. Pass mir ja auf ihn auf. Ich mache mir immer Sorgen, wenn er versucht, ein Held zu sein. Zu Recht, würde ich mal sagen. Box. Okay, können wir hier irgendwas nehmen? Nee, Schminktisch? Alles gut, was? Ich meine, mit dem Schminktisch. Kultus, Kulalabo. Wir könnten Nate auch verkleiden, oder? Brumsala-o. Okay, bei ihm ist irgendwie alles Brumsala. Können wir von Bord runter mit ihm? So, geh von. Okay, dann dürfen wir mit ihm nichts machen. Dann werden wir wohl doch nochmal nach der Mutter schauen. Ich schaue mich allerdings hier nochmal ganz schnell um. Ob es hier irgendwas gibt? Nee, hier gibt es gar nichts. Okay, dann müssen wir zur Mutter. Bleibt uns nichts anderes übrig. Und werden sie versuchen zu überzeugen. Können wir vielleicht hier noch irgendwas mitnehmen? Nee. Am liebsten würde ich da hochgehen, der alten Schreckschraube links und rechts eine verpassen und Ivo da rausholen. Aber? Aber Ivos Mutter ist eine mächtige Priesterin.
Sie könnte mich vermutlich auf dutzende Arten ausschalten, ohne dass ich wüsste, was passiert ist. Ich muss vorsichtig sein. Okay, was können wir machen? Da ist Cheep. Das ist Cheep Cheep, Ivos Vogel. Er und ich sind nicht gut miteinander ausgekommen. Er ist ein aufgeblasener Gockel und er sagt dasselbe von mir. Okay, Sie sieht aus, als würde sie schlafen. Aber ihr Vater meinte, es sei mehr als ein Schlaf. Für sie würde die Zeit stillstehen. Okay, Ivos Spiegel. Als ich hier war, saß allerdings die meiste Zeit ihr dicker Vogel davor. Okay. Ihre Mutter könnte sie Monate oder sogar Jahre lang in diesem Zustand lassen. Ich muss sie aufwecken. Das hat sie trotz allem nicht verdient. Was haben wir für eine Möglichkeit hier? Vielleicht könnte ich die Königin auf den Balkon locken, mir dann Ivo schnappen und... nein. Wo sollten wir schon hin? Okay, wir müssen... Sein Job war es, mich von Ivo fernzuhalten. Das hat er mir jedes Mal mehr als deutlich zu verstehen gegeben, wenn ich mich ihr nähern wollte. Hätte er doch bloß auch so einen guten Job gemacht, nachdem ich weg war. Können wir vielleicht ihr irgendwie was dagegen hauen? Irgendwie dagegen pushen? Warte mal. Eine Angel? Ja, zu offensichtlich. Nein, ich... Ich wollte so eine Art Pustebällchen machen. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen... hier gibt's nichts mehr zu tun. Gehen wir nochmal runter. Haben wir hier irgendeine Chance, den Zylinder? Vielleicht ist der Zylinder ein Geschenk. Ja, wir probieren über den Balkon irgendwie zu kommen. Oder ich verkleide mich wirklich. Das wäre natürlich auch noch ein Gedanke. Ich gehe zu Mary rüber. Bumsala Mary! Fee. Hey, Fee. Vergiss es, ich habe alles unter Kontrolle. Okay, wir können nicht ablegen, gell? Auf geht's! Hä? Bringt doch nichts, wir können nicht abhauen. Wo sollen wir denn hin? Also wir könnten höchstens in die Wüste gehen. Das ist die Wüste, in der sich die untergegangene Stadt Lorem Ipsum befinden muss. Moment, ich müsste hier irgendwo eine detailliertere Karte des Gebiets haben. Okay, also, es war westlich von Benem. Also hier irgendwo... Die Umzu-Wüste ist keine reine Sandwüste. Es gibt auch einige steinige Berge, Schluchten und Salzseen. Gemein ist an ihnen nur, dass sie so heiß sind, dass es schon nicht mehr witzig ist. Können wir dorthin fliegen? Also, es wäre jetzt echt... Das ist die alte Oase Bremen. Aus dieser Stadt ist Ivos Vater nach Westen aufgebrochen und hatte irgendwann Lorem Ipsum erreicht. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie weit westlich von Bremen sich die Ruinen befinden. Ja, wir können doch rüberfliegen. Das Gebiet ist groß und wenn ich Pech habe, sind die Ruinen vollständig mit Sand bedeckt. Ich muss das Suchgebiet irgendwie eingrenzen. Ja, wir haben noch nicht ganz die Möglichkeit. Das ist die alte aus dieser das Gebiet. Ja, die Umzu-Wüste. Es gibt auch einige steinige Berge, Schluchten und Salzseen. Okay, wie kommen wir hier weiter? Nochmal zurück. Ich überlege echt, können wir Ivo mitnehmen? Also ich möchte nicht zur Wüste reisen. Ich habe alchemistische Labore und Großbaustellen gesehen, auf denen es weniger Kram gab als auf diesem Schminktisch. Okay, anscheinend können wir uns hier nicht verkleiden. Die Leute glauben immer, Piraten würden sich nicht um ihr Aussehen scheren. Aber das stimmt nicht. Wie alle sind wir empfindlich, wenn es um unser Äußeres geht. Kaum lässt man sich mal einen Bart stehen, beschweren sich Leute, dass man früher besser aussah. Okay,
Ein Haufen Landkarten, Tagebücher, Reiseberichte und so weiter. Ich habe nach Dingen gesucht, die ewiges Leben versprechen. Der Heilige Gral, der Stein der Weisen, der Jungbrunnen, solche Sachen. Schwerer zu finden, als man glauben sollte. Deswegen bin ich ja auf die Idee mit dem Djinn gekommen. Da wusste ich immerhin, wo ich ihn suchen muss. Okay. Mary und ich necken uns gerne. Sie sagt dann zum Beispiel, ich hätte keine Ahnung von Luftschifffahrt und wir würden nur in der Luft bleiben, weil sie ständig ignoriere, was ich ihr befehle. Hey Mary. Kapitän Nate? Wie ist der Kurs, Steuermann? Frau, Schiff. Wir liegen im Hafen, wir haben keinen Kurs. Ach, spiel doch mit. Ich mag diesen nautischen Kram. Kurs 2456 Grad Nord-Süd, Kapitän. Sehr schön. Kurs halten. Zu Befehl, Kapitän. Sie hat sie einfach ausgeschaltet. Was fällt ihr ein? Ausgeschaltet? Magischer Elfenkram. Am liebsten würde ich da hochgehen und... Du bist kein Kämpfer, Captain Nate. Du bist... Nein, Moment. Ein Denker bist du auch nicht. Was genau bist du? Ein Macher, Mary. Ein Macher. Es sieht so aus, als würden wir bald zum nächsten Abenteuer aufbrechen, Mary. Lorem Ipsum, die verschollene Wüstenstadt. Ich reise mit dir, wohin du willst. Aber ich fahre. Alles klar. Lass mich wissen, wenn es ein Problem gibt. Und dann? Okay, wer könnten sonst noch wissen? Als wir damals aus den wilden Landen zurückgeflogen sind, hat Ivo hier aufgeräumt. So nannte sie es zumindest. In Wirklichkeit hat sie nur unübersichtliche Ordnung in meine ausgeklügelte Unordnung gebracht. Okay. Navigation ist keine komplizierte Wissenschaft. Ich suche einen Ort auf der Karte aus, zu dem ich gerne fliegen würde. Dann sage ich der Mary den Ort und sie fliegt mich dorthin. Ich weiß nicht, warum andere sich damit so schwer tun. Ach, hier kann ich auch nochmal einen Kurs setzen. Also schön. Ach, ist ja praktisch. Das ist die alte UA. Aus dieser Stadt ist Ivos Fahrt. Das Problem ist, das Gebiet ist groß. Ja, haben wir keine Möglichkeit hier. Wer könnte noch wissen, wo die alte Wüstenstadt ist? Der rote Pirat hat mich immer und immer wieder nach seinen Kostümen gefragt, als ich mit ihm getrunken habe. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihm zu sagen, dass wir einige als Schmierlappen benutzt haben. Ah, guck, wir können uns doch verkleiden. Eine Matrosenuniform samt Mütze und Entenschnabel aus Pappe. Nein, die dürfte mir in der aktuellen Situation nicht weiterhelfen. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Hier kann ich nochmal den Kurs setzen. Unsere Vorräte gehen zur Nacht. Wenn wir noch viel länger durch die Gegend reisen, müssen wir irgendwo Nachschub organisieren. Oder das Vieh muss weniger essen. Eingelegte Pfirsiche. Oh, leer. Also eine leere Dose und eine Schnur? Daran erinnere ich mich noch aus meiner Kindheit. Man verbindet die Dosen mit der Schnur und kann dann über mehrere Meter mit jemand anderem sprechen. Genauso wie man es auch ohne die Dosen könnte. Okay, also dann haben... Mary verbraucht Unmengen an Kohle. Für den Ofen, aber natürlich vor allem für die Dampfmaschine. Die Bergwerksgilde hat am Ende des Krieges versprochen, die Mary für den Rest meines Lebens kostenlos zu versorgen. Als ich das Angebot zum zweiten Mal wahrgenommen habe, meinte ein ziemlich grimmiger Zwerg, das Ganze sei eher symbolisch gemeint gewesen. Im Siegestaumel wurden so einige Versprechen gemacht und später nicht gehalten. Okay, also gehen wir mal hoch. So, jetzt, damit müssten wir sie doch irgendwie ablenken können. Geh in die Bibliothek.
dann hoch zu Ivos Zimmer. Und jetzt bin... ich benutze immer... Nee, geht doch nicht. Mischt. Ich dachte, wir können jetzt hier so ein Spiel machen, dass ich die Mutter irgendwie nach draußen schicke. Sie sieht aus, als würde sie schlafen. Aber ihr Vater meinte, es sei mehr als ein Schlaf. Okay, ja, das haben wir. Man kann in der einen Dose hören, was jemand anderes in die andere Dose hineinspricht. Es ist ein Fernhörer. Hier haben wir auch keine Möglichkeit direkt. Ich muss nochmal den Vater irgendwie sprechen. Das ist, ja. So, was haben wir hier für Möglichkeiten? Bob braucht seinen. Okay, also hier haben wir gar keine Möglichkeit mehr. Es ist gerade... Irgendwie müssen wir den Fernhörer... Na, gehen wir nochmal zum 4 rüber. Ein Fernhörer mit Vieh geht nicht. Hey, Vieh. Hä? Übernimm du mal. Ich muss nachdenken. Okay, können wir mit ihm hier... Ach, ich darf gar nicht von Bord runtergehen. Okay, dann muss es doch Nate sein. Können wir denn irgendwo anders hinfliegen? Auf geht's. Wer könnte denn wissen, wo die Stadt ist? Ich kann nur nach... Auf geht's. Nach Lorem Ipsum, oder? Ich dachte... Ach, hier hat's die große Karte. Tugator, Seefels... Da sind die Nordlande. In den Nordlanden habe ich das Vieh kennengelernt. Nette Leute da oben. Pinguine hauptsächlich. Okay, da haben wir Seefels. Nach allem, was Ivo mir erzählt hat, ist Seefels im Moment ein heißes Pflaster. Besser, wir lassen uns dort nicht ohne den Erzmagier blicken. Seine menschliche Version, meine ich. Wir könnten nochmal nach Tugator. Hier sind wir im Elfenhain. Leinen los. Ah, wir können doch rüber. Ja, ich auch nicht. Ich schätze, wir wissen, wer dafür verantwortlich ist. Hurlup. Okay, was ist denn mit ihr los? Hast du immer noch Hunger? Ja. Irgendwas sollten wir dagegen unternehmen. Hey, Fee. Vergiss es, ich habe alles unter Kontrolle. Kuckuck. Was könnten wir ihr denn zum Essen geben? Hier ist noch dieses Seil. Mary hat versucht, mir einige Knoten beizubringen. Ich glaube, es hat ihr gefallen, ihr Wissen an mich weiterzugeben. Als nächstes will sie versuchen, Schweinen das Fliegen beizubringen, hat sie gesagt. Benutze das Seil mit... Nein, ich muss die Mary nicht extra verteuern. Sie hält von ganz alleine die Position. Ach, ich bin schon da und kann... Schminktisch, Kiste... Ich glaube, wir durchsuchen nochmal die Kiste, ob wir da irgendwas haben. Hm. War hier nicht auch irgendein Buch zu Lorem Ipsum? No, man muss zweimal reinsuchen, oder? Das ist es. Okay, dann lesen wir es mal. Ein Notizbuch mit einigen Aufzeichnungen über die untergegangene Stadt Lorem Ipsum. Okay, Lorem Ipsum, Dolosit Amor.
Okay. Das ist der berühmte Reisebericht, der in einer vergessenen Sprache über die Stadt Lorem Ipsum berichtet. Gelehrte behaupten, er erzähle vom Leben in der Stadt und von riesigen Reichtümern. Der Hauptgrund, warum dieser Text in aller Welt so bekannt ist. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisici elet sed eos mot tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua ut enem ad minim venia. Jetzt liest er den kompletten Text. Ostrut exercitation olamco labores nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Und so weiter. Für mich ist das nur eine Aneinanderreihung sinnloser Worte. Was ist das? Der Autor scheint diesen Hieroglyphen eine große Bedeutung zuzuweisen. Okay, also. Wenn ich sie doch nur lesen könnte. Ach, warum haben die Leute damals nicht einfach unter die Bildchen geschrieben, was sie bedeuten sollen? Okay, Der Autor dieses Tagebuchs hat die Stadt nie gefunden. Deswegen weiß ich nicht, ob das Bild der Stadt seiner Fantasie entsprungen ist oder ob es auf Beschreibungen basiert. Selbst wenn die Stadt mal so ausgesehen haben sollte, sie ist vor Jahrtausenden untergegangen. Heute dürften nicht mehr als ein paar Ruinen übrig sein. Wie groß sind da die Chancen, dass das Buch der Toten überlebt hat? Ja, wir müssen es doch finden. Wir müssen es ja irgendwie schaffen. Aber hier haben wir... Das ist der berühmte Reisebericht, der Gelehrte behaupten, er erzähle vom... Ja, wir haben ihn schon gelesen, aber wir können hier nichts machen direkt. Ich dachte jetzt, wir finden hier irgendwie was. Die meiste Kommunikation eines Kapitäns mit seinem... Okay, hier haben wir keine Möglichkeit. Ich mag es, verschwundene Dinge zu suchen und lang verborgene Geheimnisse zu lösen. Es ist keine ehrliche Piratenarbeit, aber vielleicht werden das Vieh und ich Schatzsucher. Okay, da können wir gar nichts mehr machen. Parfümzerstäuber, Puder, Schmink. Okay. Dann gehen wir mal von Bord. Und schauen, ob der rote Pirat vielleicht noch irgendwas für uns hat. So. Bleib du hier. Mach die Kanonen fertig und bereite dich vor, mich zu retten, wenn es nötig sein sollte. Warte mal, das Orakel müsste doch eigentlich wissen, wo... Gib mir endlich die verdammte Elfe! Hier ist keine Elfe! Verschwinde! Oh nein, jetzt sind die hier. Oh, Schrott. Es wird immer schlimmer hier. Aber es sieht so aus, Es wird echt immer schlimmer. Ja, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir schauen dann morgen weiter, ob wir irgendwie Lorem Ipsum finden. Und ich bin wirklich geschockt. Jetzt sieht es hier genauso grausam aus. Ach, das ist grausam. Okay, also bis morgen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.